Sabrina von den Netzreporter und heute habe ich den Hartmut Esslinger bei mir sitzen. Wie sehen Sie das, den Zusammenhang einer Idee zum Finanziellen überhaupt? Weil es ja eigentlich sehr unterschiedliche Begriffe sind. Man muss immer neu denken, wenn sich die Welt verändert. Entweder durch Trends, durch Wettbewerb, durch Ökologie oder auch Kriege und Krisen. Und insofern ist die einzige Möglichkeit, mit der Krise fertig zu werden, dass man einfach eine bessere Idee kriegt. Also eine better idea, nicht nur eine neue Idee, sondern es muss eine bessere Idee sein. Und um sie zu beweisen, muss man sie natürlich umsetzen in die Wirklichkeit. Also Idee alleine hilft nicht viel. Und es ist also ein Prozess von Problem erkennen, sich die Herausforderung annehmen, etwas zu erfinden dazu, dann die Idee zu haben und auszuprobieren, dann ultimativ sie anzuwenden, also in die Wirklichkeit umzusetzen. Und dann gibt es auch Geld dafür. Sind Sie der Meinung, dass von speziellen Agenturen, gerade großen Agenturen, die Ideen mehr wert sind an sich oder dass auch in einer kleinen Agentur, vielleicht einer Zwei-Mann-Agentur, die Idee genauso gut bezahlt werden sollte? Den Kleinen fehlen normalerweise die Prozesse, um es professionell wirklich in die Breite und Tiefe umzusetzen. Und die großen Agenturen haben manchmal zu viel Prozess. Also gibt es dann tolle Ideen und dann sagt der Account Director, ja, ich kenne den Kunden besser, ist zu verrückt. Und dann können sie sich selber, also der Widerstand gegen Ideen ist natürlich viel leichter, man kann etwas gleich kaputt machen, viel einfacher als es zu bauen. Und ich glaube, die Balance ist wichtig. Was wir bei uns in Frog machen, ist, dass wir versuchen, ob trotz der Größe klein zu agieren. Wann wäre für Sie der Punkt erreicht, dass Werbung auch mal erschöpft ist? Wir müssen als Kreative dazu hinkommen, mit den rationalen Menschen, also den Leuten, die normalerweise die Macht haben, die Unternehmen leiten, gerade in der Werbung zum Beispiel, dass die oben auch erkennen, dass Kreativität einfach viel, viel mehr wert ist, gerade wenn es so alles so viel Geräusch hat. Und wie gesagt, in Amerika sagt man Signal versus Noise. Also wirkliche Werte gegenüber dem Drumherum, dass man also einfach mehr anerkennt und auch das mehr nutzt, was Kreative tun können. Ja, vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Die Netzreporter auch. Und ja, dann bedanken wir uns beim Herrn Esslinger und wünschen Ihnen noch eine gute Zeit. Ja. Dankeschön. Ich auch, danke.